Die Sanierung der Laer Burg Phase 1 ist bereits angelaufen. Das Bundesdenkmalamt hat alle eingereichten Sanierungsmaßnahmen genehmigt und jetzt kam es zur Baueinleitung. Die ausführenden Firmen trafen sich in der Laer Burg zu einem generellen Kennenlernen und Begutachten des Objektes. Die Arbeiten starten bereits nächste Woche und gemäß des Bauzeitplans werden die einzelnen Firmen teilweise gleichzeitig und auch miteinander arbeiten. Ja, es ist die Burg natürlich für uns ein wichtiges historisches Wahrzeichen und jetzt geht's dran. Wir haben schon vieles getan, dass es wirklich die Sanierung so voranschreitet, dass die Bürger und Bürgerinnen und auch die Gäste die Burg wieder nutzen können. Und daher hat es heute die Baueinleitung gegeben mit allen Firmen, die hier beteiligt sind. Denen darf ich ein herzliches Dankeschön sagen. Es gab hier die Möglichkeit, sich zu bewerben und hervorragende Firmen haben hier jetzt auch den Zuschlag bekommen. Wir werden 16 und 17 1 Million Euro investieren in die Burg und werden hier die Burg weiter vorantreiben. Und daher ist es heute wichtig, dass wir das gemeinsam gemacht haben, einen guten Start setzen. Und es gibt auch schon einen guten Bauzeitplan. Ingenieur Wiener, der die Bauleitung über hat, hat diesen Bauzeitplan erstellt. Die Firma Veltliner Bau ist hier beauftragt worden bei der Laer Burg. Mit welchen Tätigkeiten? Im Endeffekt führen wir die ganzen Baumeisterarbeiten durch, mit der Mauersicherung, mit den Abbrucharbeiten bei diversen Stellen, Verputzarbeiten und ja, diversen Ausmauerungen. Wo ist Ihre Firma beheimatet? Unsere Firma ist in Pulsdorf beheimatet. Haben Sie schon mit historischen Gebäuden Erfahrungen sammeln können? Wir haben schon einige Kirchenrenovierungen durchgeführt und es ist wesentlich aufwendiger, einen alten Bau zu sanieren. Das Bundesdenkmalamt ist mit dabei, unterstützt, kontrolliert, gibt teilweise diverse Sachen vor. Und es ist etwas aufwendiger zu gestalten als ein Neubau, der meistens in der grünen Wiese stattfindet. Wir werden parallel zu den Bauarbeiten mit den Fenstern beginnen, also vorbereiten in der Werkstatt, im Innenhof die Außenflügeln zu demontieren und neu zu produzieren. Und im Anschluss wird sie auch wieder mit Leinfinesöl gestrichen und montiert. Das wird unser Ziel heuer sein, den ganzen Innenhof, alle Fenster zu austauschen. Was ist denn der Unterschied bei einer derartigen Tätigkeit im Vergleich zu einem privaten Bereich hier im öffentlichen Bereich bei einem historischen Gebäude? Der Unterschied ist mal, dass heute die Fensterproduktion meistens im industriellen Bereich ist und wir da pro Fenster oder sagen wir mal, die einzelnen Fenster unterschiedlich anfertigt mit unterschiedlichen Beschlägen, historischen Beschlägen und auch die Oberflächenbehandlung ist ein bisschen aufwendiger und also arbeitsintensiver als bei normalen Fenstern. Auch von Denkmalamt her einige andere Auflagen als wie bei normalen Fenstern sind. Die wurden ja sogar vorher auch schon begutachtet. Wir haben schon Fenster gefertigt für den Turm, sind fertig, sind auch von Denkmalen abgenommen worden und haben da jetzt eine gute Arbeitsbasis und einen guten Draht mit dem Denkmalamt gefunden. Einerseits werden die Fenster seitens der Firma Schrammig produziert und unsere Aufgabe ist es hierbei auch, auf das Denkmalamt zu achten und eben diese von uns verglasten Sicherheitsgläser in ein Kitbett zu legen und nicht wie vielleicht bei einem Neubau oder bei einem Privathaus mit Silikon zu arbeiten. Es freut mich natürlich sehr, dass wir hier solchen Auftrag erhalten haben. Und das ist schon eine spezielle Herausforderung und natürlich ein bisschen ein mulmiges Gefühl, wenn man da wo reinbohrt und man weiß nicht, was dahinter ist. Und deswegen ist es nichts Alltägliches. Wir werden die beschädigten Sandsteingewände und Umrandungen der Fenster ergänzen, wiederherstellen, das Ganze dann mit einer Kalkschlemme versehen, um möglichst einen ursprünglichen Bestand wiederherzustellen. Die alten Farbfassungen werden darunter belassen nach Möglichkeit. Die Türmrahmungen möglichst beim Bestand belassen. Ja, das war es eigentlich schon. Wie aufwendig ist die Arbeit an so einem historischen Gebäude? Der Aufwand ist natürlich
ja, für uns ist es etwas, ist doch Routine. Speziell, wenn man da oben vielleicht aufschauen könnte, diese stark beschädigten Gewände sind mit Niro-Armierung zum Zusammenhängen und das ist relativ aufwendig. Also das ist, einige Fenster sind sehr schlecht. Ein Teil unseres Auftrages ist eben, Flächen, die nur restauratorisch, konservatorisch behandelt werden, wirklich auch zu bearbeiten. Der andere Teil unseres Auftrages ist, die Baufirma, die mit den Bearbeitungen der Oberflächen beauftragt ist, in der Umsetzung zu unterstützen, um eben das bestmögliche Restaurierungsergebnis zu erreichen. Ich glaube, es muss man ein bisschen differenziert sehen. Es gibt Bereiche, die mit relativ wenig Aufwand umzusetzen sind. Es gibt natürlich dann Bereiche, insbesondere betrifft es immer wieder die Mauerkronen, also die Abdeckungen der Mauern, die halt mit größerem Aufwand zu sanieren sind, um auch längerfristig eben die Sicherheit des Gebäudes und der Nutzung herstellen zu können. Welche Projekte haben Sie bisher schon betreut? Da wären unter anderem also in der näheren Umgebung Schloss Wolkersdorf, sonst zum Teil Mariazell haben wir größere Aufträge abgewickelt. Wir haben bereits gearbeitet im Stadtpalais Liechtenstein, also es sind einige Prominente. Jetzt waren wir zuletzt auch in Tschechien und haben dort die Fürstengruft der Liechtensteins restauriert. Also wir arbeiten eigentlich österreichweit zurzeit, auch Schloss Linz, also einiges. Die Zimmerei Max ist hier beauftragt bei der Laa Burg. Mit welchen Tätigkeiten? Mit Zimmermannsarbeiten. Wie aufwendig kann man das jetzt einschätzen? Was ist vielleicht das Besondere, wenn man mit dem Bundesdenkmalamt zusammenarbeitet? Welche Tätigkeiten führt ihr hier durch? Ja, die haben super Vorschreibungen, das muss genauso herstellen, dass es wieder auf alt ausschaut. Und die Ausführung muss halt auch passen. Noch, gell? Habt ihr schon Erfahrungen grundsätzlich mit eurer Firma im historischen Bereich? Ja, wir machen relativ viel solche Altbausanierungen. Wenn die sind auf der Sektor gut, muss ich sagen, ja. Ihr arbeitet dann unmittelbar zusammen auch mit der Spengler-Firma. Kennt man sich da? Ja, man kennt sich sehr gut hinter Bernhard, der Hofmann. Ja. Wir machen relativ schon seit 2 Jahren haben wir extrem zusammenarbeiten, eben bei Altbausanierungen. Und sind wir wirklich Matador, muss ich sagen. Ja. Und da geht es an ins andere. Da weiß auch jeder, was er zu machen hat und aus. Auch eure Firma hat hier einen Auftrag bekommen bei der Laa Burg. Mit welchen Tätigkeiten? Mit der Spengler- und Durchdecker-Arbeiten. Wann werden diese Arbeiten so grob beginnen? Beginnt das am Anfang oder eher in der Mitte? Nein, in der Mitte wird es anfangen, wenn wir so weit sind, dass wir das doch andecken und so. Gibt es in eurer Firma schon Erfahrungen im historischen Bereich? Ja, wir haben schon Schloss Schönbrunn, die Wagenburg haben wir schon eingedeckt, neu. Also die haben wir auch schon saniert. Gibt es schon ein ganz grobes Nutzungskonzept oder irgendwas in die Richtung, wohin das gehen könnte? Ja, es gibt natürlich schon ein Nutzungskonzept. Alles davon kann ich jetzt oder will ich auch noch nicht verraten. Aber wir haben ja auch im Burgherald schon darüber geschrieben. Wir wollen natürlich jetzt als nächsten Schritt den Innenhof bespielbar machen. Da gehört es eben dazu, dass die Fassade gemacht wird, dass das Dach überstiegen wird und neu gedeckt wird, dass die Sanitäranlagen entstehen, dass man dann den Butterfassturm begehen kann und dass man eben bei dieser Bespielung des Innenhofs unterschiedlichste Veranstaltungen hier stattfinden lassen kann. Das können Feste sein, das können Konzerte sein, aber man kann es wahrscheinlich auch mieten. Auch das wird es geben. Man kann hier zum Beispiel Feiern veranstalten oder heiraten oder vieles andere mehr. Also es gibt schon ein Konzept.